So! Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Anlässlich unseres Spiels gegen TuS Mechtersheim. Begrüßen auf meiner Rechten darf ich nicht Herrn Ralf Gimmi. Muss ich sagen, wie in den letzten 23 Jahren gibt es einen neuen Trainer. Ich lese mal ab, Herr Andreas Holterbaum, herzlich willkommen in Pirmasens. Ach, Holterbaum, Holtermann natürlich. Unser Trainer ist bekannt. Herr Holtermann, Ihr erstes Spiel in Pirmasens. Wie ist Ihr Ding dazu? Ja, guten Abend zusammen. Danke für die freundlichen Worte. Ja, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich war ja schon mit dem Ralf 6, 7 Mal hier. Ich kenne das alles. Und ich muss sagen, wir sind unserer Tradition treu geblieben. Ja, haben wieder mal verloren. Wobei ich sagen muss, heute war es eigentlich schade. Wir hätten einen Punkt stibitzen können. Ja, der war drin. Ja, wir haben wohl sehr verhalten begonnen, etwas ängstlich, wie die Jahre vorher auch. Ja, konnten uns dann aber mit der richtig guten Chance von Niko Pavic, das war so ein kleiner Knackpunkt in der ersten Halbzeit, konnten wir uns dann so 2, 3 wirklich gute Chancen von guter Qualität erspielen und müssten eigentlich mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Das ist uns mal wieder nicht gelungen. In der Halbzeit habe ich dann schon angesprochen, dass derjenige, der hier die erste Unachtsamkeit hat, wohl das Spiel verlieren wird. Das waren dann wir, obwohl wir wieder in der zweiten Halbzeit auch 1, 2 gute Möglichkeiten hatten. Hatten kurz vorher den Pfostenkopfball von Kevin Schall, ja, der geht halt an den Pfosten. 2, 3 Minuten später schießt halt Attila Baum das Ding an den Innenpfosten, der geht rein. Das ist natürlich dann immer so in Pirmasens, da fehlt uns dann auch die ganzen Jahre über auch ab und an das Quäntchen Glück. So war es heute. Schade, die Mannschaft hat alles probiert. Dass wir natürlich gegen Ende aufgemacht haben mit der Dreierkette und Pirmasens da dann wirklich den Sack auch vehement zumachen hätte müssen, ist keine Frage. Aber das Spiel heute ist in Ordnung, hat sich an die nahtlos guten Auftritte der ersten beiden Spiele angeschlossen. Unser Manko ist halt einfach die Chancenverwertung und das ist in der Oberliga halt Usus, du musst die Dinger machen, sonst wird es schwer. Der Gegner ist immer, Pirmasens sowieso, immer in der Lage, ein Tor zu machen. Gute Qualität an Spielern. Also nichtsdestotrotz, schade, aber ärgern tun wir uns nicht. Wir versuchen jetzt nächste Woche in Köllerbach, das ist auch so eine Mannschaft, wo wir bisher in 6 Jahren erst ein Türchen geschossen haben. Versuchen wir uns da die Punkte zu holen und wir bleiben dabei. Wir wollen dieses Jahr den einstelligen Platz und wollen frühzeitig eine sorgenfreie Saison haben und der Auftritt hier, denke ich, gibt Mut. Ja, meinen Kollegen wünsche ich weiter viel Erfolg und danke. Vielen Dank, Herr Holtermann. Peter Dretter, war es ein glücklicher Sieg? Ich glaube, aufgrund der letzten 25 Minuten glaube ich das nicht. Ralf hat es richtig angekündigt schon, Andi. Ich habe die ersten 20 Minuten mal ganz gut gespielt, haben das Spiel eigentlich kontrolliert, ohne aber zwingend irgendwie in Tornähe zu kommen. Haben dann komischerweise nach 25 Minuten etwas den Faden verloren. In der Phase hatten wir auch etwas Glück, dass Mechtersheim nicht 1 oder 2 Tore schießt, so ehrlich muss ich sein. Haben dann ab der 30. Minute wieder das Spiel eigentlich mehr in den Griff bekommen, aber vor der Halbzeit, glaube ich, eine nennenswerte Chance rausgespielt. Haben dann nach der Halbzeit wieder Umstellung, Patrick Feier ins Zentrum, dann hast du etwas hinten dran, etwas mehr Zugriff bekommen ins Spiel, haben dann auch das Spiel im Griff gehabt, haben bei dem Postenschuss sicherlich etwas Glück gehabt, aber ich glaube, gegen Ende der Partie hat man gesehen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Wenn ein Gegner ein bisschen aufmacht hinten, das war heute wieder ein so Spiel, da braucht man ein Stück weit Geduld. Die Mechtersheim waren sehr gut organisiert, haben wir vorher schon gewusst und dann wünschen wir auch von den Zuschauern in Zukunft etwas mehr Geduld, weil es kommt keine Mannschaft hierher und rennt mit Mann und Maus hier an, sondern alle stehen sehr tief und sehr gut organisiert. Da braucht man, wie gesagt, etwas Geduld, auch das nötige Glück auch mal so ein Tor wie heute zu erzielen. Und ich glaube, aufgrund von der zweiten Halbzeit ist das Sieg nicht unverdient. Danke. Vielen Dank, Peter Dretter. Gibt es sonst noch Fragen zu den beiden Trainern? Das ist nicht. Bleibt mir nur noch uns zu verabschieden. Gibt ein tolles Wochenende. Planen Sie was ein. Schwimmbad, Grillen, alles ist jetzt angesagt. Unsere Gäste wünschen eine gute Heimfahrt. Nächste Woche viel Glück, muss man sagen, mit etwas Glück. Gewinnt er auch in Köllerbach. Und alles Gute noch für die neue Saison. Gute Heimfahrt. Ne?
Und unser nächstes Spiel ist erstmal in Neunkirchbäder, gibt ein schweres Auswärtsspiel. Und dann gleich nächstes Heimspiel gegen Ludwigshafen, ist auch nicht aus Pappe. Also bis dorthin, tschüss.